YouTube hat irgendwas geändert hier. Ich sehe nicht mehr so breit aus, wenn ich mich vor diese Kamera setze. Ja, ich habe gerade Zeit und Gelegenheit und Internet und wollte mal was machen. Ein bisschen hier. So, kann ich aufstützen. Ihr habt natürlich vollkommen recht, es ist blöd, jemanden heiß zu machen und dann nichts zu sagen. Deswegen an dieser Stelle ein Video zu dem Äffchen auf meiner Schulter, sprich meinem Ego. Wie ist das alles dazu gekommen? Folgendes: Auf YouTube gibt es zwei Bücher vorgelesen vom Autoren selbst, und das ist Mark-Uwe Kling. Und die Bücher sind die Känguru-Chronik und oder Känguru-Chroniken und das Känguru-Manifest. Und vor ein paar Wochen saß ich mit Freunden eine ganze Nacht da und haben uns das reingezogen. Und schaut es euch einfach selber mal an. Lohnt sich auf jeden Fall sehr, sich das mal anzuhören. Bei mir hatte das dann halt eben auch noch folgende Bewandtnis. Das Coole ist, wenn Mark-Uwe Kling halt eben vorliest, dann tut er das meist in einer sehr ruhigen Stimme, und auch wenn er seine Sprechparts vorliest, sind die eher ruhig. Und wenn das Känguru redet, dann ist das irgendwie immer so ein bisschen hektischer und es hat eine etwas andere Stimmlage. Man erkennt sofort, wann das Känguru redet. Ja, nach dieser Nacht habe ich dann das Erlebnis gehabt, dass das 2 Tage in mir nachgehallt hat. Und 2 Tage später saß ich im Auto und merkte, wie ein Gespräch in mir, in diesen beiden Stimmen stattfand. Und ich ging so, Moment mal, was redet denn da eigentlich? Und dann habe ich halt gemerkt, dass quasi diese hektischere Stimme, dass das halt wirklich immer irgendwelchen Programmierungen folgte und die ruhige Stimme der Ruhe folgte und besonnener und klarer war, bereiter war, Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, und ja, gelassen mit Sachen umgehen zu können. Also saß ich im Auto, kriegte das dann mit. Am Abend lag ich in meinem Auto, ne, und also in meinem Bus, ne, und merkte auf einmal, wie mir so ein Wollknäuel aus der Schulter wuchs. So, ich so, nein, wächst jetzt ein Känguru auf die Schulter oder was? Und das Ding ist, dass halt durch die, also es fühlte sich nicht richtig an mit dem Känguru. Und dann habe ich halt nochmal mich reingefühlt und bekam dann halt mit, dass es ein kleines Äffchen war. Ja. Und dann erinnerte ich mich daran, dass ich quasi seit ich Kind war immer schon erzählt habe, dass ich irgendwann mal ein kleines Äffchen auf meiner Schulter sitzen haben werde. Nicht in dem Sinn, dass ich mir das kaufen müsste und es irgendwie erstmal dran gewöhnen, auf meiner Schulter zu sitzen. Ich hatte immer das Gefühl, irgendwann begegne ich einem kleinen Äffchen, das von sich aus auf meiner Schulter sitzt und da quasi seinen Platz hat und von da aus sich frei bewegen kann, aber hier gehört es hin. Ja, und dann konnte ich beobachten, wie ich es tue, habe ich mir auch erstmal nichts bei gedacht. Also das, was ich jetzt erzähle, ist auch alles, was ich halt im Nachhinein her so in Worte packen kann. Habe ich mir eine uralte Fähigkeit zunutze gemacht, die ich als Kind auch schon genutzt habe, wo man mir aber ab einem bestimmten Alter gesagt hat, ich sei jetzt zu alt für so einen Scheiß. Und das war die Fähigkeit, mir einen für andere unsichtbaren Freund wahrzunehmen. Und jetzt habe ich inzwischen seit 1,5 Monaten oder so, so lange muss das ungefähr her sein, dieses Äffchen auf meiner Schulter sitzen. Und das hat für mich den Vorteil, dass wann immer, also ich kann mittlerweile sehr, sehr klar differenzieren, wann mein Ego spricht und wann meine Seele spricht.
Wir haben uns prima miteinander angefreundet. Wir wissen beide, dass wir dieses Leben ohne den jeweils anderen nicht erleben könnten. Ohne mein Ego wäre ich einfach nur, könnte nichts definieren, könnte nichts interpretieren, könnte, ich wäre einfach, alles wäre, gut, schlecht, egal. Das heißt, die Seele ohne Ego ist nicht wirklich in der Lage, was zu erleben. Und natürlich ist ein Ego ohne Seele auch nichts, ne? Weil es ist ein Werkzeug dann, was rumliegt und nicht genutzt wird. Und so haben wir zwei angefangen zusammen zu beobachten. Also ich sehe, dass mein Ego wirklich mitbeobachtet. Ich sehe, dass mein Ego seine Programmierungen ändert. Also eigentlich ändere ich die Ego-Programmierungen, aber ich sehe halt eben, dass die Programmierungen des Egos sich ändern. Und es lässt es zu. Es hat nicht mehr, also eine Programmierung haben wir definitiv ändern können, und das ist diese, dass das Ego immer Recht behalten muss. So sind alle unsere Egos programmiert. Und nach, ja, deswegen, was der Verstand nicht greifen kann, ist eine Spinnerei zum Beispiel. Ja. Und nach ist es dann halt dazu gekommen, dass ich auch genau wusste, wann ich mein Ego auch laufen lassen kann. Er ist ja, ne, wie gesagt, ohne mein Ego, ohne mein Äffchen könnte ich vieles überhaupt gar nicht erleben. Und so ist das dann zum Beispiel, wenn ich ein Gespräch mit jemandem habe, ich selber entscheiden kann, ob ich den jetzt gerade auf der Schulter sitzen lasse oder ich ihn in mir sich vollständig austoben lassen kann. Ja, ich kann den, dann halte ich ihn quasi in mir, aber meine Gedanken werden nicht zu Worten. Das kann ich schon mal, also ich sehe dann, was ich äußere. Es hat den Vorteil, wenn ich es sich austoben lasse, kann ich es beobachten und sehe, mit was für Problemen wir da noch zu tun haben. Aber ich äußere es nicht, es geht dann nicht an jemand anders, es geht nicht ins morphische Feld. Manifestiert sich dadurch nichts mehr, was ich nicht als erlebenswert, also ich als Seele nicht als erlebenswert finde. Also es letztendlich ändert sich nichts anderes, außer dass ich immer bewusster darüber werde, weil ich es beobachte. Und die dritte Option ist, ich kann mein Ego vollständig auch, ich kann meinem Ego, also dass der Unterschied ist, dass mein Körper bis jetzt unbewusst eigentlich ständig meinem Ego zur Verfügung gestanden hat. Bedeutet, da ich mir nicht darüber bewusst war, dass da noch jemand in mir ist, noch eine Entität ist, ja, eine Intelligenz eigentlich, was uns letztendlich alle zu Schizophrenen macht, solange uns das nicht bewusst ist, hat mein Ego sehr viele Dinge getan, damit ich sie erleben konnte. Deswegen war die Unbewusstheit sehr nötig. Aber genau das ist ja das, was sich gerade ändert. Und deswegen kann ich es jetzt auch laufen lassen, wenn mir danach ist. Ich kann ihm vollständig meinen Körper zur Verfügung stellen. Im Moment tue ich das zum Beispiel. Aber es folgt dabei gewissen Vorgaben, die ich, also im Moment, jetzt in diesem Moment, wo ich hier dieses Video mache, folgt mein Ego den Anweisungen, die ich als Seele gegeben habe. Und zwar bewusst. Es kann nie was anderes tun. Das Ego kann nie anders handeln, als die Seele es vorgibt. Aber bei 95% Unbewusstheit ist es dann natürlich logisch, dass das irgendwelche Fragen und Probleme aufwirft. Diese 95% habe ich sehr, sehr durch dieses Spiel, dank Marc-Uwe Kling und dass ich so darauf reagieren konnte, konnte ich die Bewusstheit darüber eben entsprechend erhöhen. Von 5 bis 10% halt eben auf, keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Ich bin bestimmt noch nicht ganz am Ende, aber auf jeden Fall so, dass ich mittlerweile selber steuern kann und auch selber voll bewusst darüber bin, dass alles, was ich erlebe, von mir selber vorgegeben ist. Dass es keinen Sinn mehr macht, irgendjemand anders verantwortlich zu machen für das, was ich erlebe.
Und dass eigentlich meine eigentlich einzige Aufgabe ist, zu gucken, wie ich mein Ego auf das, was ich erlebe, reagieren lasse. Weil das quasi dann initiiert, was als nächstes passiert. So, ne, wie gesagt, ich kann mich mit ihm unterhalten. Ich kann es sich in mir austoben lassen. Oftmals lässt es mich quasi durch sich meinen Körper bewusst dann auch jetzt steuern. Und ich kann einfach sagen, so Moment, ich habe da noch Programmierungen und da sind irgendwelche Sachen, die passen gerade vollständig in den Kontext. Und dann bin ich in der Lage, mein Ego auch einfach mal laufen zu lassen. Mitunter auch einfach mal die Sau rauszulassen, einfach mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen, wenn ich irgendwo merke, das ist gerade nötig, in der Situation passt das gerade und die anderen um mich herum müssen das wohl gerade auch mal erleben, weil sie es sich regelrecht fragen. Und dann aber auch wirklich in der Lage zu sein, jemanden vollständig, also ich kann jemanden richtig angehen und mit einem Fingerschnipsen wieder zurücksnappen, das Äffchen auf meine Schulter zurückziehen und dann wieder ich mit demjenigen rede. Durch das Äffchen quasi, aber ich lasse mich, ne, naja, also es ist alles noch so ein bisschen schwierig in Worte zu fassen für mich. Ich wollte es aber auf jeden Fall, weil ihr auch halt gefragt habt, jetzt hier endlich mal ein bisschen schlauer machen. Die Anregung, die ich geben kann, hört euch diese Bücher von Marc-Uwe Kling an. Lest sie nicht, hört sie euch an. Wirklich. Also ihr könnt sie gerne auch kaufen und klar, Marc-Uwe Kling unterstützen, aber es geht vor allen Dingen darum, ihn das Lesen zu hören mit diesen beiden Stimmen. Und dann lasst es mal in euch wirken. Ich habe festgestellt, dass anderen Leuten das sehr geholfen hat, genau die gleichen Erfahrungen zu machen, genau das Gleiche zu machen wie ich. Die anderen haben dann kein Äffchen da sitzen, die haben irgendwas anderes da sitzen, was es bei dir ist, was du dann herausfinden. Es ist auf jeden Fall irgendwie ein sehr interessantes Ding und läuft wirklich, wirklich einfach nebenher. Ich brauche nichts an meinem Tag zu ändern, nur. Also dadurch habe ich bereits das Notwendige geändert, um immer bewusster zu werden. Ja, so viel dazu. Das wollte ich dann hier einfach mal, wollte ich der Bitte mal nachkommen, jetzt endlich mal über das Äffchen zu erzählen. Ich wollte eigentlich ein Buch drüber schreiben, aber scheiß der Hund drauf, ich schaff's zeitlich einfach überhaupt nicht. Und ist auch gar nicht, was soll ich hierüber ein Buch schreiben? Was soll ich euch erzählen, was ich mit meinem Äffchen erlebe? Findet raus, was ihr mit euren Egos erlebt und zu was sie sich manifestieren. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich Antwortvideos dazu bekomme oder halt eben in den Kommentaren eure Sichtweisen, eure Beobachtungen. Erzählt's einfach. Und ich bin mir sicher, andere Leute werden auch noch sehr dankbar sein, wenn ihr euch äußert, wenn ihr die Gedanken, die ihr dazu habt, dann auch einfach mit uns teilt. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke für die Nachfrage. War sehr interessant für mich auch, das da jetzt dann doch endlich mal hier in die Welt zu setzen. Und ja, freue mich auf mehr. Freue mich auf eure Beobachtungen. Weil, ne, was mir jetzt noch fehlt, kriege ich erfahrungsgemäß dann durch eure Kommentare rein. Dankeschön und bis bald.